Harry sagt Hallo und guten Tag zur Realität heute am 22. Mai 2023. Ja, wir haben zweigeteilt. Hier vorne ist strahlend blauer Himmel. Unten im Campo International gerade eben ganz wenig Wind. Ich wollte das Mikro schon gar nicht mit einpacken. Gut, dass ich es mitgenommen habe, denn hier oben ist richtig stürmisch. Sturm oder Windböen, keine Sturmböen, aber Windböen. Zum Aufnehmen ein bisschen eben lästig und deswegen mit dem Mikro. Ja, schaut euch an, hier blauer Himmel. Und wenn ich jetzt hier rüber schaue, Richtung Berge, dann sieht das schon mal ganz anders aus. Da würde man sogar sagen, das könnte regnen. War auch vorhergesagt für heute. Auf Gran Canaria zumindest teilweise Regen. Also ihr seht es selber hier. Also in diese Richtung fahren, das macht jetzt wenig Sinn. Da ist es jetzt, ich sage mit Sicherheit, auch windiger und auch keine Sonne. Und deswegen, ja, habe ich gedacht, ich fahre mal zum Rio Palace. Aber erstmal der Blick hier unten noch auf den Campo de Golf. Da vorne ist das Faro 2, das Shopping Center zur Orientierung für alle, die sich nicht so gut auskennen. Dahinter ist das Sonnenland zu sehen und die Straße, die Richtung Puerto Rico San oder Agineguin führt, die GC500, und jetzt kommen hier so langsam die Hotels in den Blickwinkel. Bis hier zum Faro. Ja, morgen werde ich wohl wieder die Realität mal in dem Bereich der Hotels machen. Mal sehen, was es Neues gibt im Punto Rio-Renovierung. So, das ist der aktuelle Blick. Wettertemperaturen so um die 25 Grad, 24, 25 Grad. Und nach dem Rio geht es dann auch noch ein bisschen woanders hin. Ich zeige euch mal, wenn man Fragen zum PC, zum Computer hat, zu einem Programm oder zum Telefon, wo man da am besten hingeht. Ja, hier im Herzen von Playa de Ingles. Wir sind hier genau vis-à-vis vom Rio Palace Meloneras, obwohl es Playa de Ingles ist. Das gehört sich, gehört so, das ist eben die Bezeichnung. Hier fängt die Avenida Tirajana an. Die fängt hier an der Avenida Gran Canaria. Und der Knotenpunkt, das ist auch dieses Hotel hier, das bekannte Rio Hotel Palace in Maspalomas, Gemeindebereich Maspalomas. Ja, ich habe am letzten Freitag auch wieder erfahren, dass einige Gäste, die neu sind hier auf der Insel, nicht gewusst haben, wo man denn den schönen Blick auf die Dünen hat. Und der Blick hier, der ist ganz einfach. Man kann hier durchs Hotel durchgehen und das wussten einige nicht. Hier durch das Hotel ist der öffentliche Weg und der führt jetzt direkt zu den Dünen. Man kann aber auch hier vorne, da vorne rechts gehen. Da kommt man zur Promenade und da kann man dann laufen bis nach Playa de Ingles zum Strand an Nexotos. So sieht das hier aus, das ist die Realität. Hier werden auch manchmal am Wochenende kommen hier Busse an und dann werden die Gruppen, die Besuchergruppen aus Las Palmas oder von anderen Teilen der Insel, die werden dann geführt hier zu den Dünen und genießen eben auch diesen Ausblick. Also es ist erlaubt und man kann auch ohne weiteres ins Hotel Rio gehen und kann da mal Kaffee trinken. Das ist ja kein All-Inclusive-Hotel, also man kann da sogar auch Abendessen, ich glaube, wenn man jemanden hat im Hotel, also Beziehung bzw. Gast ist, kann man jemanden einladen für 45 Euro zum Buffet essen. Und wenn nicht, dann sind es glaube ich 55, aber ohne Getränke. So, hier ist es, das Kristallrestaurant links und die Rezeption hier, gewohnt im schicken Glanze, auf der anderen Seite. So, hier geht es durch und da vorne, ja, für die, die es nicht wissen, da ist ein kleiner Supermarkt, ein Café, eine Eisdiele, wie auch immer. Und da könnt ihr dann
euch auch ein bisschen stärken oder ein Gläschen Champagner trinken. Das geht auch. Und Toiletten gibt es da unten auch. Und das Touristik-Informationsbüro. Wenn man was wissen möchte oder eine Beschwerde hat, dann kann man da eben auch hingehen. Das ist ein öffentlicher Weg hier. Und vorne gibt es Dunastar, die Anlage, die gebaut wurde, hier direkt mit Blick auf die Dünen. Und wir haben eine fast ganzjährige Sandgarantie. Ja, da habe ich auch ein ganz nettes Erlebnis von einem Käufer, von einem Schweizer, der da gekauft hat. Und ja, die Frau war nicht so zufrieden, wie die gemerkt hat, wie viel Sand da in der Wohnung, an der Wohnung gibt. So, und hier ist der kleine Supermarkt, Terrasse, Café mit Eisspezialitäten. Und da hinten kann man kaufen. Sehr schön gemacht, auch noch vom Preis-Leistungs-Verhältnis. Auch noch sehr gut. Ja, und hier kommt gleich das Panorama. Die Dünen von Maspalomas, wenn es jetzt sehr windig ist und sehr viel Sand fliegt, dann sollte man hier nicht spazieren gehen, denn dann ist der Sand wirklich überall. So, schauen wir mal. Also, so, hier geht's noch einigermaßen, aber schauen wir mal, wie weit. Und hier gibt's auch die Route und die Wege eingezeichnet, markiert hier auf der Tafel rechts, die man eben benutzen sollte, wenn man durch die Dünen marschiert. Hier sind die Wege, die Karte. So, und da kann man dann auch sehen, wo es lang geht. Markiert mit den Farben Blau, Grün und Rot geht es hier lang. So, schaut euch das an, wie schön das hier aussieht. Ja, doch ein bisschen viel Wind hier. Ich habe es mir fast gedacht. Aber da vorne, da seht ihr, da ist noch ein bisschen Sonne. Vorne am Wasser hat man die Chance, noch ein bisschen Sonne zu tanken hier. Ich zeige euch auch mal dann das Hintere hier. Da sieht das dann schon ein bisschen anders aus. Ja, und wenn ihr hier den Himmel betrachtet, dann sagt der ein oder andere, meine Güte, das wird gleich regnen. Ja, so sieht das aus. Das ist die Realität hier am Hotel Rio Palace Maspalomas mit Blick auf die Dünen. Ich gehe da jetzt nicht weiter rum, nein, denn da ist mit Sicherheit viel Sand in der Luft und das brauche ich nicht.
So, und hier geht's wieder Richtung Hotel. Die schöne Terrasse hier mit dem traumhaften Blick. So, wir gehen's wieder zurück. So, allemal Platz für eine kleine Rast hier. So, und dann geht es noch ein bisschen mit auf die Reise. Und zwar, wir fahren jetzt die komplette Avenida Tirajana. Eine der wichtigsten Straßen hier in Playa de Ingles. Die fahren wir jetzt mal komplett ab, von Anfang bis zum Ende. Beginnend hier am Rio Palace. Und hier geht es kerzengerade nach oben. Schauen, ob die Kamera passt. So ein bisschen nach oben. Ja, und hier sind zum Beispiel das Kalmar Chicha, eines der guten Lokale hier rechts. Dann ist der Salon Brunke, Friseurmeisterin Carmen, der Friseur. Da vorne gibt es einen Italiener, der hat aber im Moment zu. Das ist Che Passa Tio, auch ein sehr gutes Restaurant, auch von uns schon mal ausprobiert. Dann gibt es den Chinesen, der ist ein Stück weiter im Gebäude, im Excelsior drin. Bambu heißt der, kann man auch gut essen. Hier auf der rechten Seite Che Passa Tio und dann auch der Bambu ein Stück weiter drin. El Poncho, auch gutes Lokal. Rechts geht es in die Sita. Wir fahren geradeaus. Hier das Hotel Rey Carlos auf der linken Seite. Apartmenthaus Aloe. Ja, und da auf der rechten Seite da das altbekannte frühere Pacha oder Pascha. Auf der linken Seite des Shorties, auch bekannt. Jetzt kommt rechts Rainbow, der Rüdiger mit seinem Restaurant. Schöne Häuser hier, das Iguazu. So, dann gibt es schon hier den Einfahrt, den Weg zum Jumbo Center. Hier rechts.
So, und nun haben wir schon die Hälfte der Straße hier im Teil von Playa de Ingles. Links ist Tanife, rechts ist Roque Nublo. Vor uns das Don Miguel. So, hier der Umbau vom Hotel Rondo. So, und die meisten, die verlassen dann hier diese Straße nach links oder nach rechts. Wir fahren jetzt geradeaus weiter. Denn jetzt geht's nach San Fernando. So, jetzt sind wir schon in San Fernando. Und jeder, der mal ein bisschen Zeit hat, sollte hier mal durchschlendern. Mal Kaffee trinken, was essen gehen. So, und ihr seht da vorne auch die Busse, die hier regelmäßig fahren. Also keine Angst, hier mit dem öffentlichen Nahverkehr auch meist unterwegs zu sein. So, und hier ist der Kreisel, der Fataga-Kreisel, weil die Straße weitergeht nach Fataga. Hier hört offiziell die Avenida Tirajana auf. Wir fahren jetzt hier weiter, nicht Richtung Fataga, nein, wir fahren hier Richtung Bella Vista. Nur zur Information, 30 ist die Höchstgeschwindigkeit. Eine Fahrspur. Links und rechts ein erhöhter Gehsteig, 30. Wenn der Gehsteig ebenerdig mit der Straße wäre, 20. So, da vorne ist die Autobahn, da geht es Richtung Las Palmas bzw. Alginegin, geradeaus weiter die andere Straße nach Fataga. Und wir fahren jetzt hier ins Centro Comercial bzw. in die Einkaufsladenstraße, Restaurantstraße Bella Vista. Hier ist ein Wohngebiet, da kann man auch öfter oder häufig noch mal was mieten, was Größeres. So, und der erste Stopp ist mein Laden, und zwar es geht um Computer. Und wenn ihr dazu Fragen habt oder irgendwelche Probleme, dann seid ihr hier an der richtigen Adresse. Genau da geht's rein, hier in den Laden Bitservice Digi. Da seid ihr immer gut bedient, Computer, Software, Hardware, Telefonkarten, Internetvolumen, alles vom Feinsten hier. Ja, dann fahren wir weiter die Straße. Es gibt ja eigentlich zwei Straßen, hier eine untere, eine obere. Wir fahren jetzt die untere entlang und hier ist ja
Shopping Home, die ganzen großen Chinesenläden, Telepizza, Mafre, da vorne ist der Stefans Garage, unser Autohändler des Vertrauens, Motivus, die Tapas auf der linken Seite. Und das Shopping Center Bella Vista, das ist nicht mehr das, was es früher mal war. Da sind viele Ladenlokale frei, nicht mehr belegt. So, hier ist die Tiefgarageneinfahrt vom Supermarkt Spar. Und zum Hipertino geht es auch in richtig gut sortierter Supermarkt links. So, und da vorne, da geht es dann zum Mercadona, einer meiner Lieblingssupermärkte hier. Und hier links, also hier auf der linken Seite, alles Gute zu essen, Asia-Haus, Tapas, alles was man will. Rechts gibt es zwei große Reifenhändler. Und da vorne ist der Mercadona. Ja, für alle Selbstverpfleger, es wird ja immer beliebter jetzt, man sagt ja ganz einfach, für 14 Tage Hotel kann man eventuell 4 bis 6 Wochen Selbstverpflegung machen, wenn man ein günstiges Quartier hat. So, da sind wir wieder in der Straße Avenida Galda. Wochenende, Samstag ist noch was los, Sonntag nicht. Und unter der Woche seht's selber. Ja, und hier. Hier ist der Bäcker, der hat zugemacht, die Panetteria Maspalomas, hat nach über 40 Jahren Konkurs angemeldet. Ja, Cafés, Pizzerias, kleine Geschäfte, unser Elektroladen, Haushaltswaren, Augenarzt, Optiker, Haushaltswarenladen. Hier kann man schon mal eine gute Stunde verbringen. Pilates Studio. Und die Druckerei, ja, die Druckerei ist hier nicht zu vergessen. Hier ist unser Fleischer, der hat aber Mittag zu. Tabakladen, Kebab, italienisches Restaurant, Matratzen, Friseur. Und dann gibt es da auch Base, unser Sportfachgeschäft, Sportbekleidung. So, das war jetzt die Runde von allem etwas. Wir sind wieder hier.